atomaren Kraftwerk will. Saßen wir im Gras und hielten unsere Hände und ich liebte sie. Falschen blauen Himmel zog eine Wolke, die ich lange sah. Grünlich weiß wie Omas Schimmelkäse zog sie hin und war unaufhörlich da. Sie mich in ihren Arm genommen. Die Wolke. Ich musste weg. Das Mädchen blieb. Wir mussten uns ganz plötzlich trennen, weil der Vater Tod mich zu sich rief. Viel kann ich euch nicht über ihn erzählen. In meinem Falle war er radioaktiv. Was aus dem Mädchen wurde, kann's nicht sagen, weil man tot das Leben schnell vergisst. Bitte seid so nett und geht mal fragen, ob mein Liebchen noch am Leben ist. So vieles möchte ich gern auch von euch wissen. Schade, dass ich nicht mehr bei euch bin. Vielleicht habt ihr ja auch ins Gras gebissen und ihr kratzt euch grad nachdenklich am Kinn.